Millionen von Christen werden weltweit wegen ihres Glaubens an Jesus Christus verfolgt. Sie werden benachteiligt, ins Gefängnis geworfen oder sogar getötet. Um diesen Christen beizustehen, ist das christliche Hilfswerk Open Doors in über 50 Ländern aktiv und ruft zur Unterstützung und Gebet für sie auf. Mit dieser Sendung wollen wir auf das Leid dieser Christen aufmerksam machen und ihnen ein Gesicht und eine Stimme geben. Sie drohten mir: Verpiss dich, das sind unsere Kinder. Wir sind ein muslimisches Land und hier sollten wir nur muslimische Lehrer haben. Aber nicht nur ich, sondern auch meine Tochter wurde bedroht. Als mein Name in der Zeitung stand, fragte sie mich: Mama, schreiben Sie über uns, weil wir Christen geworden sind? Dann erzählte meine Tochter mir: Mama, in der Schule will keiner mehr etwas mit mir zu tun haben. Sie sagen, ihr kommt auf gar keinen Fall in den Himmel, ihr kommt in die Hölle. Die Türkei ist Heimat vieler Volksgruppen. Um Frieden auf Dauer zu sichern, wurden Staat und Religion lange Zeit getrennt. Offiziell darf jeder glauben, was er will. Aber heute wächst ein religiöser Nationalismus. Bei der Geburt wird jeder automatisch als Muslim registriert und islamischer Religionsunterricht ist Pflicht für alle. Wer nicht mitmacht, setzt sich Druck und Gewalt aus. Und nicht wenige Christen müssen fürchten, wegen ihres Glaubens ihre Arbeit zu verlieren. So wie Eva. Weil sie Christin wird, bekommt sie ein Arbeitsverbot, wird bespitzelt und mit dem Tod bedroht. Guten Tag, ich bin Eva Emma. Weil ich Christin wurde, musste ich die Türkei verlassen. Ich habe an der Theologischen Fakultät Islam studiert. Dort haben wir den Koran natürlich in aller Tiefe studiert und nicht nur Themen besprochen, die der Allgemeinheit bekannt sind. Was die Menschen allgemein über den Islam wissen, hindert die meisten daran, sich genauer für den Koran zu interessieren und ihn besser verstehen zu wollen. Die meisten nehmen an, dass wer sich eingehender mit dem Koran auseinandersetzt und tiefer versteht, nicht mehr so gläubig ist und nicht mehr so tief mit dem Koran verbunden ist. Nach meinem theologischen Studium hatte ich tatsächlich nicht mehr diesen kindlichen Glauben an Gott und meine positiven Gefühle gegenüber dem Islam waren nicht mehr so stark. Lehrer und Dozenten sind ja im Grunde dafür da, die Religion und die damit verbundene Kultur aufrechtzuerhalten und sie zu verbreiten. Wenn wir ihnen kritische Fragen stellten, antworteten sie meist nur: Fragen stellen ist nicht gut oder dein Glaube an Gott ist nicht vollkommen oder stell dich erst mal selbst in Frage. Auf diese Weise machten sie uns ein schlechtes Gewissen, wenn wir fragten. Nach dem Studium arbeitete ich als Lehrerin und unterrichtete hauptsächlich Ethik und versuchte, ethische Werte zu vermitteln. Eigentlich wäre es meine Pflicht gewesen, meine Schülerinnen und Schüler Koranverse auswendig lernen und rezitieren zu lassen. Aber das habe ich nicht gemacht. In der Türkei ist jeder verpflichtet, am islamischen Religionsunterricht teilzunehmen, egal an was er glaubt. Das ist bis heute so. Ich finde es schwierig, dass auch Personen mit einem anderen Glauben gezwungen sind, den Islam zu lernen. Eines Tages unterrichtete ich die Universalität der islamischen Religion. Ich sagte, die anderen Religionen sind nicht mehr gültig. Da meldete sich gegen Ende des Unterrichts eine Schülerin namens Sarai. Sie war Christin. Sie erhob ihre Hand und fragte: Frau Lehrerin, haben Sie denn schon einmal das Neue Testament gelesen? Als Lehrerin machte mich diese Frage sehr wütend. Ich musste zugeben, dass ich es noch nie gelesen hatte. Darum nahm ich mir vor, ein Neues Testament und ein Heft zu kaufen und die Fehler herauszuschreiben und meiner Schülerin zu zeigen. Als ich anfing, darin zu lesen, setzte ich mich voller Sarkasmus an das Neue Testament. Ich sagte mir, ich sehe mir das jetzt an und bestimmt wird es genauso sein, wie ich es erklärt habe. Als ich dann anfing zu lesen, hat die Liebe Gottes mich gepackt. Das hatte ich im Koran nicht gefunden, diese Aussage: Gott ist Liebe. Die Liebe Gottes gegenüber seinen Geschöpfen, sein sich kümmern und dass er nicht will, dass auch nur einer verloren geht, das hat mich unglaublich berührt und verändert. Früher habe ich anderen alles nachgetragen und konnte nichts vergessen. Ich musste immer Rache nehmen. Aber Jesus Christus
hat mein Herz verändert. Damals kam ich zufällig an einer Kirche vorbei. Dort saßen drei Männer davor an einem Tisch. Darauf lagen eine Menge Bibeln und Bücher über die Bibel. Ich fragte, kann ich mir von diesen Büchern welche nehmen? Aber sicher, sagten sie. Ich nahm mir von allen Büchern und warf sie in mein Auto. Zu Hause fing ich an, darin zu lesen. Die drei Männer waren die Pastoren der Gemeinde. Sie dachten wahrscheinlich, diese beschäftigte Frau scheint den Luxus zu lieben. Sie wird bestimmt nicht mehr wiederkommen. Aber ich las die Bücher und ging am nächsten Sonntag wieder zu dieser Kirche und sagte, ich möchte an Jesus glauben. Wir kamen miteinander ins Gespräch und sie merkten, dass ich die Bibel kannte. Von da an ging ich jeden Dienstag ins Haus meines Pastors. Wir lasen miteinander in der Bibel und sprachen über ihre tiefere Bedeutung. Mein Mann unterstützte mich sehr, sodass ich keine Probleme bekam. Wäre mein Mann nicht an meiner Seite gewesen, hätte ich nicht mit so viel Mut und Kraft diesen Weg einschlagen können. Mein Mann, er war Arzt, rief seine Familie an und seine Bekannten und Freunde und Kollegen im Krankenhaus und erzählte ihnen von meinem neuen Glauben. Dadurch respektierten alle meine Entscheidungen. Damals dachte ich, jetzt kennst du Gott wirklich. Du kennst Jesus Christus und der Heilige Geist liegt auf dir. Und ich dachte, von jetzt an wird alles in meinem Leben einfach nur wunderbar sein. Aber das war ein Irrtum. 2 Jahre nachdem ich Christin geworden war, wurde ich von jetzt auf gleich aus dem Schuldienst entlassen. Mein Arbeitsverhältnis wurde beendet, weil ich Christin war. Aber offiziell wurde mir vorgeworfen, der Gülen-Bewegung anzugehören, die 2016 verdächtigt wurde, einen Putsch auf die Regierung versucht zu haben. Ich war natürlich schockiert und konnte den Vorfall noch nicht einordnen, denn ich hatte mit denen, die den Putschversuch ausführten, mit den Gülenisten, keinerlei Verbindung. So etwas hatte ich nie und nimmer erwartet. Aber nicht nur ich, sondern jeder, der mich kannte, war geschockt. Sowohl mein Schuldirektor als auch meine Arbeitskollegen, alle fragten sich, wie das passieren konnte. Ich rief meinen Mann an. Er konnte sich den Vorfall auch nicht erklären. Er rief sofort einen regierenden Abgeordneten an, den er kannte. Der wiederum rief den Direktor für nationale Bildung an, fragte ihn, warum ich entlassen worden war. Als er uns zurückrief, sagte er, der Direktor für nationale Bildung hätte ihm am Telefon gesagt, ich habe sie selbst entlassen, weil sie in die Kirche geht. Ich fing an zu weinen. Mein Mann versuchte mich zu trösten. Du kannst stolz darauf sein, dass du entlassen wurdest, weil du Christin bist. Du hast dir nichts zu Schulden kommen lassen. In der Stadt, wo ich wohnte, brachen viele meiner Freunde die Verbindungen zu mir ab und blockierten meine Telefonnummer. Keiner wollte mehr etwas mit mir zu tun haben. Es begann eine sehr schwere Zeit. Wenn ich mich an anderen Privatschulen bewarb, wurde mir gesagt, ah gut, Sie können bei uns als Lehrerin arbeiten. Doch schon am nächsten Tag wurde ich angerufen, das nationale Bildungsministerium hat uns verboten, Sie anzustellen. Es wurde ein Strafregister angelegt und ich wurde wie eine Verbrecherin behandelt. Ich wurde beleidigt, war in stundenlanger Untersuchungshaft, musste Gespräche, Fragen und Kreuzverhöre aushalten. Ich machte eine Menge Schwierigkeiten durch. Der türkische Staat verklagte mich offiziell. Ein Staatsanwalt brachte meinen Fall vor die große Strafkammer und klagte mich an. Und zudem nahm das Strafgericht für schwere Straftaten der UN meinen Prozess auf und wollte einen Bericht darüber. Sie beobachteten meinen Fall sehr genau. Warum wird am Gerichtshof der UN ein Prozess um eine Christin verhandelt? Warum? Später konnte ich meine Akten wieder einsehen, als ich in meinen Dienst zurückkehrte. Der Gouverneur hatte dem leitenden Staatsanwalt eine Notiz in den Akten hinterlassen. Am Rand hatte er notiert, schikaniert sie, drängt sie an den Rand, macht ihr so viele Schwierigkeiten wie möglich. Freundinnen, die mir früher auf dem Markt oder beim Einkaufen gesagt hatten, ohne dich wollen wir nichts unternehmen, nicht einmal einen Kaffee trinken. Sie taten jetzt so, als ob sie mich nicht kannten. Wenn sie mich sahen, drehten sie mir den Rücken zu und gingen schnell weg. Manche meiner Freunde, die gehört hatten, dass ich zum Glauben an Jesus gekommen war, sagten, das geschieht ihr recht. Was ist am Islam denn falsch, dass sie Christin geworden ist?
Ein wenig konnte ich sie auch verstehen. Sie hatten Angst, mit Personen in Verbindung gebracht zu werden, die vom Dienst suspendiert worden waren. Womöglich wären sie auch verhört worden. Sie hatten Angst, ihnen würde auch etwas passieren. Oder sie würden ins Gefängnis kommen oder auch aus dem Dienst entlassen. Cezaevine gideriz diye korkuyorlardı. İşte başımıza bir şey gelir, biz de görevimizden atılırız diye korkuyorlardı. Als ich eines Tages auf der Terrasse unseres Sommerhauses saß, sagte mein Mann zu mir, ich möchte dich um etwas bitten. Sicher, sagte ich. Er sagte, trenne dich bitte niemals von keinem deiner Geschwister in der Kirche. Er brachte mir den Personalausweis meiner Tochter. Dort hatte er als Religion Christ eintragen lassen. Das wunderte mich. Und dann starb er ganz plötzlich am nächsten Tag. Es war ein einziger Albtraum. Es war wirklich schwer. Eines Tages sagte ich zu meiner Tochter, komm, wir beten zusammen. Aber meine Tochter wollte nicht. Sie sagte, Mama, ich bin beleidigt mit Gott. Ich habe gebetet, dass er meinen Papa zurückbringt, aber er hat ihn nicht zurückgebracht. Er hat sich nicht um mich gekümmert, Mama, sagte sie. Was meine Tochter da sagte, das dachte ich damals auch. Warum bloß hat Gott mir den Rücken zugewandt? Ich glaube doch an ihn. Warum? Es gab so viele Warum-Fragen. In der Bibel wird vom dunklen Todestal gesprochen. Und dort befand ich mich jetzt. Ich wollte, dass keiner mich findet. Ich wollte dort bleiben. Ich wollte nicht, dass jemand mich anruft oder nachfragt. Ich wollte, dass mein Dasein vergessen wird. Aber die Frau des Pastors meiner Gemeinde kam ständig an meine Tür. Ich komme nur zum Beten und dann gehe ich gleich wieder. Obwohl ich es zuerst nicht wollte, fühlte ich mich nach jedem Gebet ein bisschen besser. Nach 2, 2,5 Jahren bekam ich eines Tages einen Anruf. Mir wurde gesagt, dass ich unschuldig sei. Ich könnte wieder meinen Dienst in der Schule aufnehmen. Es sei keine Verbindung zu Gülenisten gefunden worden. Ja, sagten sie, weil du kein Gülenist bist, kannst du wieder in den Dienst einsteigen. Aber nur einen Monat später, nachdem ich wieder arbeitete, wurde ich wieder entlassen. Ich wollte gerade nach Hause gehen, als mich ein Journalist anrief und fragte, stimmt es, dass sie vom Dienst suspendiert wurden, weil sie Christin sind? Ich antwortete ihm, nein, ich arbeite gerade, ich bin in der Schule. Aber scheinbar stand es schon in allen Zeitungen und alle wichtigen Nachrichtensender berichteten bereits über mich. Nur ich wusste nichts davon. Erst um die Mittagszeit kamen Inspektoren von der Schule zu mir und überbrachten mir die Nachricht offiziell. Wir beenden Ihren Dienst. Bereiten Sie sich auf Ihre Verteidigung vor. Es erwarten Sie schwierige Tage. Aber abends erschrak ich dann so richtig. Der Kultusminister sagte im Fernsehen, diese Lehrerin ist uns längst bekannt. Wir haben sie schon vor einem Monat aus dem Dienst suspendiert. Der Schreck fuhr mir in alle Glieder. Ich war doch erst heute vom Dienst entlassen worden. Ich fragte mich, warum lügt er? Ein christlicher Abgeordneter wagte einen Vorstoß und brachte einen Antrag im Parlament ein und fragte, warum wurde diese christliche Lehrerin wegen ihres christlichen Glaubens vom Dienst suspendiert? Dies ist verfassungswidrig. In der türkischen Verfassung unterliegen Religion und Meinungsfreiheit dem Schutz des Staates. Leider ist der Kultusminister nie auf den Antrag des christlichen Parlamentariers eingegangen. Die ganze Türkei wusste von mir. Auf Instagram zeigten sie sogar private Bilder von mir. Mein ganzes Leben wurde dort ausgebreitet. Eine regelrechte Kampagne war dadurch losgetreten worden. Es wurde auf Twitter darüber diskutiert. Die einen sagten, wir wollen keine christliche Lehrerin. Und die anderen meinten, klar, eine christliche Lehrerin, warum nicht? In den sozialen Medien wurde ich beleidigt und bedroht. Dies ist ein muslimisches Land. Wie können Sie Christin sein und hier als Lehrerin arbeiten? Verpiss dich, das sind unsere Kinder. Wir sind ein muslimisches Land. Wir möchten nur muslimische Lehrer. Am nächsten Tag später schrieben bekannte Autoren, solche Leute kommen unter dem Vorwand, Christ zu sein, in die Türkei. Aber eigentlich sind sie englische Geheimagenten. Sie betreiben Missionsarbeit und sind Missionare. Wem haben wir da unsere Kinder anvertraut? Oh mein Gott, sie ist eine Geheimagentin. Missionär olarak çalışıyor. Bu çocuklarımız kime emanet?
Aman Tanrım, bu bir ajan. Mission wird als etwas Schlechtes wahrgenommen, aber die Ausbreitung des Islams wird als etwas Gutes angesehen. Der Versuch, den christlichen Glauben zu erklären und die Menschen damit zu erreichen, wird als falsch angesehen. Noch vor 10 Jahren war das anders. Damals erlaubte uns die Stadtverwaltung ganz offiziell und selbstverständlich an Weihnachten auf der Straße zu singen. Wir machten mit Gitarren Musik und sangen Anbetungslieder. Aber inzwischen bekommen wir keine Erlaubnis mehr dazu. Die gegenwärtige türkische Politik hat sich in den letzten 20 Jahren verändert und die Lage für die Christen ist angespannter geworden. Der Bürgermeister hat uns ins Gesicht gesagt, wenn ich ihnen das erlaube, werden die Leute sagen, er unterstützt die Christen, diese Ungläubigen. Deswegen kann ich ihnen die Erlaubnis nicht erteilen. Wir müssen unsere Gottesdienste in der Kirche aufzeichnen. Und es sind immer Polizeibeamte in Zivil dabei. Aber in der Moschee gibt es keine Zivilpolizisten, die die Versammlungen überwachen. Wegen der Überwachung gehen meine Freunde, die Staatsbeamte und Christen sind, wie ich, nicht mehr zu den Gottesdiensten in die Gemeinde. Die Türkei versucht, die Pastoren loszuwerden. Diejenigen, die aus dem westlichen Ausland sind, wurden einer nach dem anderen in ihr Heimatland zurückgeschickt. Dass ich Christ geworden bin, wurde als etwas sehr Schlechtes angesehen. Diese Meinung geht vom Staat aus. Die Zeitungen gehören dem Staat. Weil prominente Autoren, Menschen, die ich nicht kenne und die noch nie mit mir gesprochen haben, landesweit Kolumnen über mich schrieben, ließen sich die Menschen aufstacheln und ich erhielt Todesdrohungen. Eines Tages rief mich jemand an und drohte mir. Dabei beschrieb er genau, was ich anhatte. Also wurde ich beobachtet. Das Gefühl, verfolgt zu werden, machte mir Angst. Ich machte mir Sorgen, was noch alles passieren könnte. Ich hatte große Angst. Aber nicht nur ich, sondern auch meine Tochter wurde bedroht. Als mein Name in der Zeitung stand, fragte sie mich, Mama, ist das, weil wir Christen geworden sind? Sie erzählte mir, Mama, in der Schule will keiner mehr etwas mit mir zu tun haben. Sie sagen, ihr kommt auf gar keinen Fall in den Himmel. Ihr kommt in die Hölle. Außer meiner Gemeinde wollte niemand etwas mit mir zu tun haben. Diese Zeit war wirklich schwierig. Nur meine Gemeinde hatte mich nicht verstoßen. Im Gegenteil, sie nahmen mich von Herzen auf. Aber außerhalb davon war mein soziales Leben lausig. Ich war sehr einsam. Freunde, die früher nichts ohne mich unternehmen wollten und sagten, du bist so fröhlich und lustig, sie wollen jetzt nichts mehr mit mir zu tun haben. Ehrlich, wenn ich Gottes Gegenwart nicht gekannt und an Jesus Christus geglaubt hätte, hätte ich mich umgebracht. Das Einzige, was half, war Gottes Gegenwart. Ich hörte seine Stimme. Er sagte, meine Tochter, diese Tage werden vorbeigehen. Gott sei Dank, jetzt sind sie vorbei. Oft denken wir Christen, vor allem wenn wir frisch zum Glauben gekommen sind, wenn ich an Jesus glaube, wird sich alles in meinem Leben ordnen und gut werden. Aber nein, wenn wir das Leben Jesu anschauen, sehen wir, dass Gott Mensch wurde und Schmerzen litt. Er leidet, wird Mensch. Wenn Jesus Christus gelitten hat, werden wir auch leiden. In dieser Situation half es mir, auf Gottes Gegenwart zu schauen, aufzustehen, die Hoffnung festzuhalten und mich an ihm zu freuen. Nachdem man mir am Telefon mit dem Tod gedroht hatte, erklärte mein Rechtsanwalt mir den Ernst der Lage. Er sagte, sie würden mich nicht in Ruhe lassen. Es gäbe zu viele Geschichten dafür, dass sie Menschen, die anders dachten, umbrachten. Sowohl intellektuelle als auch religiöse Menschen waren einfach beseitigt worden, ohne je die Täter zu finden. Wenn ich bei der Polizei um Schutz bat, wurde er mir nicht gewährt. Es gab keine Sicherheit mehr für meine Tochter und mich. Deshalb sagte er, Eva, Sie müssen unter Mithilfe eines Anwalts ins Ausland. Es gibt keinen anderen Ausweg. Der Staat wird Sie nicht schützen. Deshalb sind wir aus der Türkei weggegangen. Meine Gemeinde hat mich darin ermutigt und Geschwister im Ausland haben mir geholfen.
Es ist schwer für mich, dass ich meine Heimat und das Land, in dem ich jahrelang gewohnt habe und in dem meine Wurzeln liegen, verlassen musste und mich jetzt woanders einleben muss. Leider erlebe ich nun in Europa, dass zwar Asyl aus ideologischen Gründen, aber kein Asyl aus religiösen Gründen gewährt wird. Bei der Ablehnung wird argumentiert, dass in der Türkei Religionsfreiheit herrsche. Die Kirchen seien offen und die Gottesdienste könnten ungehindert stattfinden. Ja, offiziell gibt es in der Türkei Religionsfreiheit. Aber was ist das für eine Religionsfreiheit, wenn ich in aller Öffentlichkeit gebrandmarkt werde und als Christin meine Arbeitsstelle verliere? Als ich damals so mittendrin im Geschehen war, war ich wütend und hasste sie alle. Aber seit ich nach Europa gekommen bin, bete ich für sie. Und jetzt tun wir trotz aller Schwierigkeiten alles dafür, um uns ein neues Leben aufzubauen. Das Wichtigste ist, arbeiten zu können. Es würde mich sehr glücklich machen, wenn Gott mich hier gebrauchen würde. Und dafür bete ich auch. Ich liebe es, mit Kindern zusammen zu sein. Ich lobe Gott, dass ich zurzeit in einem evangelischen Gemeindekindergarten sein kann. Dort können wir tatsächlich auch biblische Geschichten erzählen und mit den Kindern beten. Nun, es gibt nichts Besseres als das Gebet. Ich hätte gern, dass Sie viel für die Türkei beten, wirklich viel beten. Es wird immer radikaler. Wir müssen wirklich für die Gemeinden beten. Wir müssen für unsere Pastoren beten. Wir sind auf dem Weg zu einer Gesellschaft, in der das Christsein als etwas sehr Schlechtes angesehen wird. Ein solches Verständnis nimmt im Staat und in der Politik immer mehr zu. Deswegen brauchen die Geschwister in der Türkei ihr Gebet. Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, seid ihr im Licht. Darum lebt nun auch wie Menschen, die zum Licht gehören. Ein solches Leben führt zu aufrichtiger Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Ermutigt einander durch Lieder, wie sie euch Gottes Geist schenkt. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit und für alles. Jesus Christus spricht: Wenn die Menschen euch hassen, dann vergesst nicht, dass man mich schon vor euch gehasst hat. Deshalb werden sie euch verfolgen, weil sie mich verfolgt haben. Andere, die auch Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Wieder andere wurden verhöhnt und misshandelt, weil sie an Gott festhielten. Man legte sie in Ketten und warf sie ins Gefängnis. Heimatlos zogen sie umher, hungrig, verfolgt und misshandelt. Tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Helft anderen Christen, die in Not geraten sind. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Möchten Sie uns dabei helfen, unseren verfolgten Glaubensgeschwistern beizustehen? Open Doors Deutschland unterstützt verfolgte Christen weltweit. Wir informieren über ihre Lage, nennen konkrete Gebetsanliegen und führen in vielen Ländern Hilfsprojekte durch. Wollen Sie mehr zu verfolgten Christen erfahren? Dann rufen Sie uns an 06195 6767 167. Unsere Mitarbeiter freuen sich auf Sie. Oder besuchen Sie unsere Webseite www.opendoors.de.